Also das Nuckeln ist ganz großartig, eine Strategie des Kindes, seine Impulse zu kontrollieren. Das heißt schon ein Vorreiter für Impulskontrolle, ein ganz kluges Mittel, das Kinder da haben, wenn sie zum Beispiel angespannt sind, dass sie dann eben am Daumen lutschen oder aber am Schnulli nuckeln. Hallo und herzlich willkommen bei Loslassen und gemeinsam wachsen, deinem Podcast rund um bewusste und bedingungslose Elternschaft. Mein Name ist Manuela Festl, ich bin Mama, Mutmacherin und vor allem Mentorin für achtsame Kommunikation und gewaltfreie Konfliktlösung mit Kindern. Und genau darum geht es auch hier in diesem Podcast. Ich zeige dir, wie du deinen Weg in eine bewusste, authentische und bedingungslose Elternschaft findest und Konflikte schließlich mit deinem Kind achtsam, respektvoll und gewaltfrei lösen kannst. Ganz ohne Schimpfen und Bestrafen. Bist du bereit? Na, dann lass uns loslegen. Hallo und herzlich willkommen heute zu einer für mich ganz, ganz, ganz wichtigen Podcast-Episode, in der es um den Schnuller geht. Ich habe wirklich überlegt, ob es ein größeres Thema gibt als Windel wechseln, windelfrei werden, Zähne putzen und Schnuller. Ich würde sagen, das sind so die drei großen Themen, die Eltern immer wieder beschäftigen. Und um den Schnuller geht es heute, um die ganzen Mythen, um den Schnulli, die Abgewöhnungsideen, die wir da haben, die Ängste, die damit auch einhergehen. Und vor allem geht es um das große Dilemma. Ja, lasse ich meinem Kind den Schnuller oder muss es abgewöhnt werden? Wer sagt das eigentlich? Was haben wir da für Glaubenssätze und Ideen? Liebe, liebe Leute, der Schnulli und das Thema Abgewöhnung ist so groß. Ich habe da einiges zu sagen, auch und vor allem, weil ich selber hierzu ganz viel Erfahrung gemacht habe, die ich mit dir in dieser Podcast-Folge teilen möchte. Ich wünsche dir ganz viele Erkenntnisse und ganz viele Aha-Momente und freue mich natürlich jederzeit auch über deinen Kommentar. Jetzt erst einmal die konkrete Frage meiner Teilnehmerin zum Thema Schnulli. Sie fragt mich, wie wird man den Schnuller gewaltfrei wieder los? Boah, vor allem auch dann, wenn es eigentlich vom Alter her eh schon spät ist. Das ist eine sehr schöne Frage. Schnuller an sich ist ein ganz, ganz großes Thema, das Eltern oft bedrückt. Und da kann ich euch auch verraten, das ist auch mein größter Glaubenssatzschmerz, der sich bei mir erst vor so 2 Jahren erst gelöst hat, war eine ganz schön dicke Nummer. Und ich kann da auch sehr ausholen und versuche das jetzt erstmal knapp zu machen. Also, Schnuller gewaltfrei wieder loswerden. Wie ist es denn eigentlich mit dem Schnuller? Der Schnuller. Also es ist ja so, dass der Schnuller bei uns ab einem gewissen Alter, in unserer westlichen, total tollen Erziehungskultur, ab einem gewissen Alter ein No-Go geworden ist. Meistens mit dem Eintritt in den Kindergarten, das heißt so irgendwie mit 3, inklusive mit dem Eintritt in den Kindergarten auch das Thema, das Kind soll bitte keine Windeln mehr tragen. Also die Kinder, die werden mit 3 da in eine ganz große, die kriegen dann eine richtige Aufgabe, was sie jetzt dann alles können oder nicht mehr können sollen, um irgendwie dann groß zu sein. Grundsätzlich ist das Nuckeln am Daumen oder am Schnuller oder an einem Tuch ein Saugreflex, den das Kind bereits schon auch im Bauch hat. Also es gibt genügend zahlreiche Ultraschallaufnahmen, in denen man sehen kann, dass das Baby im Bauch schon am Daumen lutscht. Ist für dich jetzt auch nichts Neues, das weißt du selber. Warum macht das Kind im Bauch das schon? Weil es damit den Saugreflex trainiert. Diesen Saugreflex brauchen die Kinder dann, um an der Brust die Milch rauszuzuzeln oder dann eben, wenn es irgendwelche Stillprobleme geben sollte, an der Flasche oder später überhaupt an der Flasche. Das heißt, das ist ein Saugreflex, dieses Nuckeln. Der Saugreflex und das Nuckeln als solches
auch dann und speziell an der Brust und dann eben auch, wenn das Kind mit der Flasche gefüttert wird und da im Arm von der Mutter liegt, ist weitaus mehr als nur trinken. Das ist ein ganz großes Gefühl von Geborgenheit, von Sicherheit, den Duft von Mama oder Papa. Es ist ganz viel Entspannung, es ist ganz viel Beruhigung dabei. Also das Nuckeln ist ganz großartig, eine Strategie des Kindes, seine Impulse zu kontrollieren. Das heißt schon ein Vorreiter für Impulskontrolle, ein ganz kluges Mittel, das Kinder da haben, wenn sie zum Beispiel angespannt sind, dass sie dann eben am Daumen lutschen oder aber am Schnulli nuckeln oder aber, wenn sie merken, oh mein Gott, irgendwie ist es Entwicklung in mir drin oder es ist irgendwas unsicher und ich fühle mich unwohl, dann auch oft gestillt werden wollen. Einfach weil das Ruhe gibt und Sicherheit und Geborgenheit. In der Frage kann ich jetzt schon lesen, es geht hier auch natürlich um diesen Glaubenssatz, dass Kinder irgendwie vom Alter her schon spät sind. Das ist doch ganz spannend. Wann sind denn Kinder spät vom Alter her mit dem Schnulli? Ja, da gibt es ganz viel dazu zu sagen. Grundsätzlich ist dieser Saugreflex ziemlich lange vorhanden, nämlich ungefähr so lange, wie so eine Stillzeit eben sein kann. Und es gibt auch genügend Menschen auf dieser Welt und Kinder auf dieser Welt, die bis zum 7. Lebensjahr gestillt werden können. Das heißt, dieses Nuckeln und Saugen, das ist etwas, was noch länger bleiben kann. Wenn wir denn das Kind lassen und eben nicht gewaltvoll den Schnulli irgendwann wegnehmen. Also natürlich, das Stillalter ist irgendwas 2 bis 7 Jahre oder wie auch immer individuell, aber auf jeden Fall länger, als wir das denken. Ja, das Stillen an sich auch ein großes Thema. Das mag ich da jetzt gar nicht im Speziellen machen, aber auch da ist es so, dass wir irgendwie aus irgendwelchen Gründen denken, wir müssen zu irgendeinem Alter abgestillt haben. Das natürliche Abstillalter ist da tatsächlich sehr viel länger. Also nehmt da gerne mal bis 7 Jahre. Als die Frage war, wie kann ich den Schnuller gewaltfrei wieder loslassen? Ja, gewaltfrei heißt, dass ich mir bei diesem Thema Schnuller bewusst werde, wovor ich Angst habe. Wie so oft, welche Glaubenssätze stecken denn eigentlich dahinter? Warum will ich denn, dass mein Kind den Schnuller wieder los wird? Das möchte ich dir, wenn das Thema ist, unbedingt damit an die Hand geben. Denn was machen wir denn grundsätzlich mit dem Schnuller? Mit dem Schnuller machen wir grundsätzlich Folgendes. Wir sagen dem Kind, dass es irgendwann mal schon groß ist oder den brauchst du nicht mehr oder den brauchen nur noch Babys und deswegen kommt der Schnuller an den Schnullerbaum. Ja, wir haben da so ganz tolle Techniken oder Tricks, wie wir das Kind eigentlich am Ende des Tages doch belügen. Und ganz besonders schmerzlich wird es für Kinder dann, wenn sie feststellen, dass sie belogen worden sind. Das heißt, wenn man einem Kind, das zum Beispiel 3 ist und das mit 3 in den Kindergarten kommt und mit 3 kommt die Schnullerfee und der Schnulli wird irgendwo hingehängt, weil die Babys ja nur noch den Schnulli brauchen und das Kind ja schon groß ist. Also du merkst schon, wie ich da schon auch mit diesen Sätzen spiele, die ich übrigens auch selber alle gesagt habe, bis es mir dann überhaupt gekommen ist. Wenn das Kind dann mit 3, das dann kein Schnuller mehr hat und die Schnullerfee gekommen ist, dann feststellt, oh mein Gott, es gibt Kinder, die sind 4, die sind älter als ich und haben noch einen Schnuller. Ja, was passiert da? Das Kind fühlt sich doch dann da betrogen von den eigenen Eltern. Und was passiert mit den Eltern? Die sind möglicherweise irgendwie ganz peinlich berührt und schämen sich, weil irgendwie haben sie dem Kind ja eine Story erzählt und müssen irgendwie aus der Nummer wieder rauskommen. Nicht selten fordern dann die Kinder, die das sehen, dass ein größeres Kind einen Schnuller hat, auch ihren Schnuller wieder zurück und sind dann zutiefst betrübt, weil die Schnullerfee ja schon da war. Also eigentlich befinden wir uns mit den Geschichten, die wir da konstruieren, echt in einem Dilemma, wenn es dann dazu kommt, dass das Kind das aufdeckt. All diese Wörter, die wir da sagen, sind alles andere als gewaltfrei. Sprich, du brauchst das nicht mehr. Das ist denen, den ich lange Zeit ganz viel gesprochen habe. Das brauchst du doch gar nicht mehr. Du bist doch kein Baby mehr. Furchtbar. Ich bin froh, dass ich das jetzt verstanden habe. Also schon länger, aber es war wirklich jetzt ganz schön heftig. Bei mir kann ich euch das sagen. Das ist im Prinzip, ich behaupte ja dann, dass ich Dinge besser weiß als mein Kind. Und wunderbares Victim-Bashing. Die Kinder, die geben das übrigens so ungefiltert weiter an andere Kinder, an die Großen. Sagen dann auch, du brauchst es doch gar nicht mehr. Also ihr seht, es ist keine gute Idee, grundsätzlich den Schnuller dem Kind wegzunehmen.
Das Kind wird den Schnuller gewaltfrei von alleine wieder los. Denn ihr kennt kein Kind, keinen Erwachsenen, der immer noch den Schnuller hat. Gut, da könnte man jetzt sagen, in unserer Generation wurde der Schnuller immer automatisch weggenommen. Gut, verstehe ich, aber wir kennen auch keinen Erwachsenen, der immer noch Daumen lutscht. Ich zum Beispiel habe sehr lange Daumen gelutscht. Ich habe auch eine sehr interessante Kindheit, was mit Sicherheit auch Grund ist, dass ich das jetzt ganz anders sehe und eine starke Transformation hinter mir habe und euch da vieles mitgeben kann durch Täler und tiefe Täler, die ihr bitte nicht mehr zu gehen braucht, weil das ich alles schon erlebt habe. Ich habe sehr lange Daumen gelutscht bis zu meinem, ich glaube, 11. Lebensjahr. Also auch über das natürlich ab Stillalter hinaus. Und es war für mich eine wunderbare Strategie, um mich zu beruhigen mit den Themen, die ich als Kind eben mittragen durfte. Und ich lutsche heute keinen Daumen mehr. Das heißt, nehmt das bitte mit zum an sich arbeiten. Wie gesagt, bei mir hat es einige Jahre gedauert, bis ich es endlich verstanden habe, bis es durch mich durchgegangen ist. Es geht von alleine weg, das Schnullern, wenn die Zeit reif ist. An dieser Stelle ein Zitat einer meiner Gruppencoaching-Klientinnen. Die hat mir eine E-Mail geschrieben. Das lese ich euch jetzt mal vor. Eine Anekdote habe ich noch. Wir hatten ja in der Gruppe darüber gesprochen, ob ich meinem Sohn den Schnuller wegnehmen soll oder nicht, was ich ja im Endeffekt nicht gemacht habe. Das gleiche Thema hatte ich auch nochmals mit unserer neuen Kinderärztin besprochen, die meinte, dass der Prozess, dass das Saugbedürfnis nachlässt, vergleichbar mit dem Trockenwerden sei und nicht von außen beeinflusst werden könnte. Mein Sohn hat dann tatsächlich von alleine, von heute auf morgen entschieden, dass er den Schnuller nicht mehr braucht. Seitdem war er nicht einen Tag mehr ein Thema. Ich bin entsprechend sehr froh, dass ich ihm durch dich und mir auch diesbezüglich vertraut habe und ihm seine Zeit gelassen habe. Auch wenn mir das nicht immer ganz leicht fiel. Dies als kleiner Mutmacher für alle deine anderen Mamas, falls das Thema mal wieder in einem deiner Mentorings auftaucht. So, kann ich das hier jetzt schließen? Habe ich euch das vorgelesen, weil sie das auch möchte und ich das auch sehr schön finde, dass ich da ein Erfolgserlebnis haben darf. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dir heute Zeit genommen hast, diese Podcast-Folge anzuhören. Wenn du noch mehr Impulse, Ideen oder Inspirationen auf deinem ganz persönlichen Weg zur bewussten und bedingungslosen Elternschaft suchst, dann abonniere unbedingt meinen Newsletter oder du folgst mir auf Instagram, Facebook oder Telegram. Wenn auch du mal eine Frage stellen möchtest, dann komm am besten auf meine Warteliste von Gemeinsam wachsen, meinem 12-wöchigen Mentoring-Programm von der Wut zu Respekt und liebevollen Eltern-Kind-Kommunikation. Das findest du unter sprachzeichen.de/gemeinsam-wachsen-Warteliste. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich riesig über einen Kommentar und natürlich, wenn du die Folge bei deinen Freunden und Freundinnen teilst und meinen Podcast abonnierst. Jetzt wünsche ich dir aber alles Gute. Wir hören uns sicherlich bald. Viele liebe Grüße. Ciao, ciao.